Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Crew Wild Run, das Januar Summit. Und ja, wir sind hier gerade auf Platz 2800 und machen jetzt nochmal Dragster-Prüfung. Mit dem neuen Auto, das wir letztes Mal noch gekauft haben. Mustang Skyline. Jetzt sind wir im Partner. Ich bin etwas angepisst. Das freut mich, da macht es mir meist Spaß. Ich habe jetzt dreimal einen Test gemacht, wo es um jede Millisekunde geht. Okay, und dreimal ist ein Auto über die Kreuzung gefahren, wo ich nichts machen konnte. Mhm, das ist cool. Das Spiel muss froh sein, dass es gerade noch läuft. Okay. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ja. Grüße an das Glück, welches ich nie habe. Du wirst gleich erfahren, wie scheiße dieses Auto mit Schalten ist. Ist es scheiße schwer. Oh Gott. Das kannst du nicht halten. Was? Instabil. Ach was. Ich steh auf Autos und komm nicht ins Ziel. Ich steh hier auf den Autos. Die Autos hupen. Gehst du runter von uns, ich will dich nicht mehr sehen. Wie hast du das getunt? Hast du das komplett auf Tempo? Komplett auf Tempo? Ja, glaub schon. Das ist eine schlechte Idee, das weißt du. Merk ich gerade, ja. Ja. Du hast null Grip. Null Grip. Null. Nada. Niente. Vielleicht sollte ich dann zu dir rüberfahren. Obwohl, wir treffen uns einfach in der Mitte. Mhm. Oh, das ist zu heiß. Oha, genau, perfekt. Geil. Schalte doch, du Mistauto. Jo, Alter, wo ziehst denn du hin? Jo, Alter, was ist mit dir falsch? Das wird 100% der beste Zeit von mir. Ja, nice. Ich hab mich verbessert. Ja, ich bin schlechter geworden. Ja. Ich auch. Geil. Aber ich hab das Schalten komplett versagt, deswegen. Also manchmal ist das Spiel echt logisch. Jo. Schaltet manchmal einfach nicht, das ist echt kacke. Das kommt, glaube ich, manchmal selber nicht mit der Geschwindigkeit zurecht. Was haltet das? What the fuck? Wow, was macht der da so? Es fliegt ab. Es hebt ab. Es hebt ab. Ich heb ab. Ich hält mich am Boden. Alles. dieser stilvolle Übergang. Das ist echt geil, Mann. Oh Gott. Ja, ja, Lee. Ey, du hast mich fast verbessert, Alter. Oh Gott. Die spontane Idee. Ist es ab? Ich hält mich am Boden. Ja gut, so gut habe ich jetzt nicht gesungen. Ich habe ein bisschen durcheinander gesungen. Aber mein Auto ist einfach wieder komplett abgehoben. So, hat sie gedacht, so, yo, Flug nach Kamtschatka ist gestartet. Mhm. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte das zweite Mal nicht richtig schalten. Weil ich habe es nämlich zum ersten Mal geschafft, den zweiten. Oh, wie schießt du da? Zum ersten Mal habe ich den zweiten perfekt geschalten und bin sofort so. Wir starten. Jo, ruhig Blut, mein braunes Auto. Es ist blau.
Yo, tschüssi! Du bist voll reingefahren, Alter. Wo ist das Ziel? Das ist Ziel, ich glaube, das wird nichts. Kannst du jetzt einmal auch aufhören? Ich fahre immer noch 300, ich fahre aber rückwärts. 19 Sekunden, muss ich wohin kommen? Dahin. Oh Gott, das wird nie was. Nein, 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 Auto, 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 ruhig. Schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's. Gib Nitro in Nitro. Psst. Ja, geschafft. Ah, gut, was. Mein Auto hat sich schnell umgedreht und hat nochmal schnell beschleunigt. Und hat dann den Fallschirm geöffnet. Ja. Alter, fast eine neue Bestzeit. Ohne dich. Logisch, es ist voll logisch. Ja, natürlich. Wir haben uns noch kein einziges Mal geschafft, gescheit Dünnschatten zu geben. Ja. Weil ich glaube, unsere Autos halt genau gleich fahren. Oh, das ist zu heiß. Nein, ist nicht. Aber wieso hebt denn mein Auto die ganze Zeit gerade ab? Ich fahre doch kein Flugzeug. Ich fahre ein ganz normales Auto. Ich will Windschatten, kriege ich nicht. Ja, ich bin wieder hinter dir. Ja, natürlich, also bitte. Das liegt daran, dass du hast den gleichen Sticker drauf, nicht? Ah ne, ist mein Auto. Boah, 0,04. Ja. Ich glaube. Also, wenn ich jetzt wirklich so ins Ziel kommen würde, wie das Spiel angibt. Also, was heißt, wenn ich jetzt wirklich so ins Ziel kommen würde, wie es da, wie ich sehe, hätte ich Bestzeit, Alter. Ne, ich bin ja auch nur 900er oder so. Schaltest du auch noch, du Scheißauto? Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo bist du? Ja, für dich ist jo, bin ich schnell, jo, ich bin richtig schnell, jo, ich hab mich verschlechtert. Ja. Ich mach mal kurz den Test ohne dich. Okay. Ich will wissen, was ich dann für eine Zeit schaffe. Ich probier mal auch. Ich mach ihn auch allein, weil ich stell mal was um. Wenigstens bin ich schon Bronze. Ja. Wenigstens etwas. Ja. Mein Gott, bin ich ein Dödel, ey. Wieso? Wie peinlich. Ich hab bis zur Hälfte der Strecke Zeit gebraucht, bis ich gecheckt hab, dass du ja gar nicht mitfährst. Oh Gott. Meine Zeit. Eine Sekunde schneller. Logisch. Achso, du bist echt eine Sekunde schneller. Ja. Wie viel da bist du? Weiß ich noch nicht. Diesmal aber ohne in die Mitte zu fahren. Da. Oh nein. Geh ab. Da. Ich fühle, wenn die Zeit einfach mal richtig stoppt. Ey, wie kann ich das denn ändern? Okay. Ja. Wie lange ich gebraucht habe, um die Einstellung zu finden.
Welche Einstellungen? Ja, dass ich meinen Schaltenvorgang wechsle. Ach so. Also mit einer anderen Taste. Mhm. Weißt du jetzt eigentlich schon, wie man in den Fotomodus geht? Nein. Okay, gut. Das kann ich eigentlich gleich mal schauen. Jo, alles klar, 442. Das ist mal endnice. Ich habe jeden perfekt geschalten. Ich bin zwar wieder, hallo, die Airline startet, habe ich wieder gemacht, aber ich habe alle perfekt geschaltet. Okay. Das heißt, ich hatte den Oberboost. Zack, zack. Oh, diesmal nur gut. 1200 Star, jawohl, reicht mir erstmal. So, dann lassen wir noch irgendwas ausprobieren. Warte, ich muss kurz meine Zeit angucken. Guki in Kentucky muss ich machen. Wie lange brauchst du noch? Wie lange dauert ein Run? Ein Run halt noch. Ich hab mich nicht verbessert. Lass aber erstmal kurz FF-Stunts machen, okay? Weil FF-Stunts kann man nur zu zweit machen und ich weiß nicht, wie lange du noch kannst. Ich kann noch. Ich habe morgen keine Fahrprüfung. Fahrstunde, wie Dani. Gut. Ja, dann können wir auch was anderes machen. Ja, aber wir können das auch machen. Was? Wir können auch online spielen. Ja, nee, lass die mal aufheben. Wie aufheben? Lass die mal für später aufheben. Ja, für wann? Für was? Weiß ich noch nicht. Lass erstmal das machen, was wir zu zweit machen können. Nur. Ach stimmt, das können wir nicht zu zweit. Achso, ja, dann lass. Was kann man denn am besten zu zweit machen? Ja, FF-Stunts. Tja, dann lass FF-Stunts machen. Die müssen wir sowieso machen. Gut. Du lehnst einfach ab, knallhart. Ja, ist auch. Ich war gerade beim Bestätigen. Oha, um 7 Plätze bin ich Platin. Alles gut. Ja, mach. Mal, komm. Ja, warte, ich mach doch schon lang. Hä? Ja gut, dann lade ich dich halt an. Okay. Ja. Wieso kann ich... Warte, ich bin da raus. Sind wir schon in der Crew? Ja. Jetzt. Ich würde aber gerne Auto wechseln. Ja doch, das würde ich eigentlich dann auch schon. Was ist die Aufgabe? Keine Ahnung. Ach, personal goal. Okay. Was, wo, was muss ich machen? Wo bin ich? Hier bin ich. Nee, 1,6 Kilometer fahren. Ich fahre außerdem ein scheißegales Auto, welches ich letztens erst getuned habe. Ja, ich fahre auch ein scheißegales Auto. Heißt es zufälligerweise Ferrari und ist rot? Nee. Heißt es zufälligerweise BMW und ist blau? Ja, richtig. Oh Gott, der lenkt sich wieder wie ein LKW. Aber er ist ja auch erst auf der maximalen Stufe. Ja, ich fahre an den Autos vorbei. Ja, okay. Wieso kriege ich kein Ding? Okay. Ja, da habe ich richtig viel gemacht. Ja, okay. Yo, was für ein geiles Auto. Wrong side of the road. Alles klar. Ach du Scheiße. Hä? Warst du gerade hinter mir? Ja, die Betonung liegt auf ich war. Ja, das habe ich gerade gesehen, weil irgendwie ist was weggeflogen. Und du hast ach du Scheiße gesagt. Daraus habe ich geschlossen, dass du hinter mir warst und einen Abflug gemacht hast. Richtig.
Haha, ich hab mehr Prozent als du. Wow, was für ein Wunder. Jetzt bin ich oh aber... no! Ich lenk mich wieder wie ein LKW. Naja, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Oh, das war's. Naja, war schon wieder 15 Minuten. Und ja, nächste Woche geht's dann weiter hier mit den FF-Stunts und ja, Driftprüfung gibt's dann noch und alles weitere. Das sieht ja alles nächste Woche. Da kommt irgendwo ein Zug. Oh, wird aber eng für dich. Klatsch! Ja, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich. Ciao! Servus.